I was born in Moscow. But I remember nothing of that time. I was just an infant when the old world was destroyed in the flames of nuclear fire. I, along with 40,000 others, were saved by retreating to the metro stations deep under the city. Now, 20 years had passed, and going up into the embrace of an endless winter was left to a few brave souls. The metro was our home, and our fortress against the nightmarish mutants who roamed the tunnels. Still, we never gave up hope that we would return to the surface. But one day, a new thread appeared, and we found ourselves in a war to determine the very existence of our species. The future. It's me, hey, Lady! Hallo. Okay, das war jetzt gerade Soundeffekt Overkill. Moin so Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Wenn's denn mal will, danke. Options. Ich hätte gern mal den Sound was. Aha! Was angenehmer. Subtitles, Voice Language, Russian, beziehungsweise ich lasse die Voices mal auf Englisch und den Text stelle ich auf Deutsch, genau, so, perfektes Verständnis und so, Subtitles, Heinz, alles wunderbar, wir spielen Metro 2033, ich habe überhaupt keinen Plan von dem Spiel, also null, nada, niente, nothing. Und ich hoffe, dass ich trotzdem einigermaßen durchkomme. Und ich hoffe, dass es in-game nicht so ruckelt wie jetzt hier im Startscreen. Spiel auf normal. Ja. Fortsetzen. Vorgeschichte. Oh, okay. The tunnel grew colder. Millie and I were close to the surface now. Soon, we'd climb up into the howling wind to fight our way through whatever nightmares were waiting there. My long journey was nearly at the end, but would I have the courage, the will, to see it through? I don't know. Ist das das Tunnelsystem? Ach du Scheiße. Ist jede von den Kreisen eine Metrostation? Oh. Hey, okay. Artyom, when you left your home station, do you ever think we'll end up in a place like this? Not knowing whether we were about to save our world or send it straight to war. Nein, habe ich nicht so erwartet. Bin ich Artyom? Gotcha. Danke. We'll have to get through the military outpost to reach the surface, Artyom. 10 frames. Tiga. Something's moving in the next room. Open the gate, I'll cover. Ich habe einen Schalter umgelegt. Ich bin ein Genie. Okay. Erstens mal, was zur Hölle geht hier ab? Ich habe keinen Plan. Objekte. Ich würde gerne mit einem Objekt. Achso, hier könnte man das Tor öffnen. Ich möchte mich aber erst noch umsehen. Was steht da? Irgendwas Russisches. Ich habe einen Kollegen, der Russisch spricht. Ich sollte den vielleicht mal konsultieren. Oh, das war der Knopf für das Tor. Fuck. Dürfte ich mich kurz an die Steuerung gewöhnen, bitte, Kollege, bevor ich jetzt hier maßlos
in die Scheiße greife. Um das mal klar und deutlich auszudrücken. Was war das? Okay, now use this valve to open the gate. Moment, ich möchte dann erst wissen, was das hier macht. Oh, blinkende Lichter. Ich will auf blinkende Lichter drücken. Ich will auf die. Oh. Okay. Ich will jetzt keine Munition verschwenden. Deshalb. Ja, ist ja gut. Schrei mich nicht an. Hast übrigens einen herrlichen russischen Akzent, mein Freund. Kannst du das irgendwie hochhalten oder so? Achso, das bleibt jetzt oben. Okay. Ich soll in den Kisten nach was gucken? Nach Mumm? Was ist denn Mumm? Munition nehme ich an. Das sind Filter für Atemmasken oder was? Okay. Die sind eher, um ihre Waffe nachzuladen. Ganz viel Munition. Follow me. Ich würde gerne erst nachladen, bitte, Kollege. Das ist noch eine andere Waffe. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall haben wir dafür mehr Munition als für die andere. Okay. Was hat hier ein Fancy-System? Okay. Come on, Korn und die. Ah, ich nehme die. Ich nehme definitiv die hier. Toll. Was haben wir denn hier noch so? Mal kurz zur Erläuterung. Ich spiele dieses Spiel nur, weil ich Bock auf einen Shooter hatte und mir empfohlen wurde, ja, spiel doch mal Metro, das ist voll gut. Oh. Darf ich die bitte wieder anmachen? Machst du bitte die Lichter wieder an? Danke. Puh. Ich hatte jetzt keine Lust im Dunkeln gegen die Viecher zu kämpfen, was auch immer das war. You missed. Well, climb up and try again. Yes, we did. Was? Wer hat das gesagt? Ich bin schlecht, übrigens, im Leiter noch klettern, aber ich wollte auch nochmal gucken, ob hier unten noch was ist. Nö, gut. Jetzt spring doch da hoch. Atium, please. Junge. Hallo? Magst du bitte die Leiter hochklettern? Dankeschön. Okay. Okay. Okay, auf nach oben. Hä? Lampe? Danke. Seems like nobody's home. Das glaubst du selber nicht. Before we hit the surface, put your gas mask on. Without it, you'll be like a goldfish outside this wall. Rome is there. This is the Korolev Performance Hall. It's really close to the tower. Okay. Okay. An vielen Orten, insbesondere an der Oberfläche, benötigt man zum Überlegen eine Gasmaske. Beginnt Ihr Charakter zu husten, müssen Sie G drücken, um die Gasmaske anzulegen. Nehmen Sie die Gasmaske wieder ab, indem Sie G gedrückt halten. Um zu sehen, wie lange der Filter noch hält, können Sie auf die Uhr schauen, indem Sie T drücken. Okay. Okay, grüner Bereich. 15 Minuten, etwas 11 Minuten noch. Ich habe meine Waffe schon geladen. Was sind das für Viecher? Ich will jetzt ungern Munition verschwenden, wenn es nicht nötig ist. Was habe ich da bitte für eine Disco-Waffe? Mit so einem komischen Beat drauf. Irgendwie. Was sind das für Viecher? Okay. Die sehen. War die Fresse da hinten? Ich will gucken. Okay, ja, ich bin doch da. Ich bin da, alles gut. Ja. Hopp.
Moment. Ich möchte mal kurz in die Einstellung, bitte. Videoeinstellung. Ah, okay. 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 Ja, das kann nur so bleiben. Okay. Es hat sich jetzt nichts geändert, oder? Nein, es hat sich nichts geändert. Muss ich das irgendwie anpassen oder so? Also irgendwo. Irgendwie so annehmen oder so? Hallo? Darf ich die Einstellung bitte übernehmen? Oder so? Nee? Ah! Okay, da sind wir wieder. Sollte jetzt ein bisschen flüssiger laufen, hoffe ich. Unser Ziel. Der Turm oder was? Okay. Ja, wir sind in der Nähe des Turms. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nicht lange allein bleiben werden. Hilfe? Hallo, na? Na, wie ist es? Hallo? Ah, Cutscene, okay. Glad to see you, Colonel. Did you hear that? Listen. What the hell is it? Fall nicht raus. Bildet einen Kreis, genau. Das klingt nach vielen. Oh. Oh. Ja, das sind ein paar mehr. Hilfe? Ja, Stierrippe. Stürbige, mein Freund. Stürbige. Weiche. Ich normal. Aua. Okay, ich sollte mich vielleicht nicht bewegen, sondern einfach draufhalten. Hä? Ist das die Intention dieses Spiels, mir das zu sagen? Ja. Okay. Ich habe übrigens nicht mehr allzu viel Munition. Aber sag's keinem. Well. Dämonen. Okay. Hilfe? Oh ja, ja, ja. Mm. Dankeschön, Mr. Gargoyle Man. Vorher. Gut, dass das jetzt nicht komplett drin war. But it was our home. There was comfort in his routines, in seeing the same people day after day. But since the mutant attacks had escalated, fear ruled the station. I had just turned 20.
and could never have imagined what would follow on the morning that my stepfather's friend Hunter arrived at the barricade. Ich hoffe, ihr seht den Bildschirm noch komplett, weil ich nämlich nicht mehr. Mal gucken. Okay, das war jetzt also so die Intro-Sequenz und jetzt sind wir vorher. Okay. Ich bemühe mich gerade, das alles irgendwie zu begreifen, was hier abgeht. Viertel nach sechs. Oder fast. Oh, Postkarte. Schade. Das sieht mal nach Venedig aus. Schön. Ich mag Venedig. Artem. Awake at last, I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Okay. Wir sind also immer noch Artyom. Der gleich definitiv drauf gehen wird. Oh. Ich bin ein furchtbares Spielkind bei sowas, tut mir leid. Wenn man die Möglichkeit gibt. Ich bin der Gitarrenprofi scheinbar. Okay. Ich würde ja interessieren, ob die irgendwann kaputt geht, wenn man das oft genug macht. Ich glaube nicht. Okay, ist hier noch irgendwas? Irgendwas Interessantes vielleicht? Totenköpfe. Mensch. Sind das wir? Okay. Let's go, Artyom. Okay. Hallo. Hallo. Huhu. Schnarchnase. Okay. Okay. Hallo. Ganz viel zu. Hallo. Na, warum begrüßen mich hier alle? Wer bist du eigentlich? Ist voll hässlich, Mann. Okay. Hallo. Die Station kann nicht mehr so lange überleben, wenn diese Attacks nicht stoppen. Wir müssen etwas tun. Was mehr können wir tun? Keine Ahnung, was wir tun können. Wahrscheinlich alle abtöten. Ich gehe wieder in meine Zelle. Nee. Komm, ich gehe einfach wieder auf meine Couch hier, so spiele meine 3D-Gitarrenakkorde, die ich kann, und ich lasse es einfach. So. Oh, da liegt ein Buch mit dem Titel Metro 2033. Mensch, wer das wohl geschrieben hat. Okay. Warum hängt die eigentlich so dunst? Okay, ich sollte aufhören, mich hier aufhalten zu lassen. Ich wollte eigentlich sagen, wir könnten sie alle abschlachten. Aber auf mich hört ja keiner. Sergei, hört mal die Fresse rein. Oh. Das ist nicht gut, oder? Nein. Die Station. Okay. Hallo. Hallo. Ich kann nicht durch das Gitter. Oh. Okay. Irgendwie nehme ich das Ganze noch nicht so ganz ernst. Aber ich glaube, das merkt man. Ich weiß nicht. Mal gucken. Hallo. This was the third time. I'm too afraid to sleep. Come on, Alex. Hello, Artyom. Hallo. Na, wie ist es? Ist hier irgendwas Interessantes? Kann ich hier irgendwas einsacken? Mitnehmen? Klauen? Gib mir deine Waffe. Nee, nicht diese. Die ist ja hässlich. How are the wounded? Not much improvement. Two died this morning. The dark ones do not kill outright. Die sehen ziemlich kaputt aus. Warte auf mich, Mann.
Ich hänge hier irgendwie so ein bisschen zurück. Get it. Me too. Hallo. Soll doch nicht etwa Hunter sein? Mutanten klopfen nicht. Vielleicht haben sie dazugelernt? Ich meine, die haben gecheckt, dass man den Wagen umschmeißen muss. Also. Der Auftritt eines Helden. Hallo. Das ist also Hunter. Thanks. Now closer, get. It's been a long time, Hunter. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass da noch einer reinkommt. Hello, Artyom. Hallo. So, Hunter. What's happening in the outside world? Ich glaube, ich bin sein Sohn oder so, kann das? Not much. Most of what I hear is about the exhibition and the undead infesting your tunnels. Artyom, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. Yay, danke, Mann. These are not the usual mutant creatures. This is something else. What the something hell? Much worse. Dark ones. Well, whatever in hell they are, my order has a motto. Was war das? It's hostile, you kill it. The dark ones do not... alarm in main vent shaft. They're coming in from above. Shit. Just what we needed. There are wounded here just behind the wall. Kirill, take your group to the tunnels. Hunter Alex, and I... we must stay here and defend the hall. All right, our team, quickly get a weapon. Hol dir eine Waffe. Von wo? Von wo? Ah, da. Pistole. Strong. Mit den Tasten 1, 2, 3, 4 und 5 oder mit dem Mausrad. Zum Auswählen und um die Auswahl zu bestätigen, können Sie die verschiedenen Waffentypen auswählen. Ein Messer steht Ihnen immer zur Verfügung. Eins benutzen Sie es, wenn Ihnen die Mun mal ausgeht. Warum schreiben die nicht gleich Munition hin? Gott dang it. Okay, Messer. Ich will keine Munition verschwenden. Nicht so früh im Spiel. Schönes Messer. Ziemlich groß. Und mit was? Mit Parierstange, Leute. Messer mit Pariergriff. Faszinierend. Ich habe ein Messer. Also wir haben sogar verschiedene Schläge. Okay, der ist von oben nach unten. Und der... Okay. Der macht keinen Sinn mit dem Messer. Der hier. Jetzt sein, es ist extrem scharf. Aber nein. Von wo? Von wo? Da. Ah, ich habe ein irres... Eine irre Messermörder. Oder so. Du kommst klar mit deinem Bajonett, ja. Hilfe! Da. Sterbt! Ah! Ich habe ein Messer! Ich werde es benutzen. Jeden zu töten, der mir entgegenkommt. Der stirbt schon im Luftschacht. Sehr gut. Good job, Alex. Good job. Nicht so gut Job, dass er noch lebt. Triffst du eigentlich mal irgendwas? Hinter dir ist übrigens einer. Na komm her. Komm ran, du Sau. Nicht? Nein, lass meinen Alex in Ruhe. Der ist tot. Der ist gar nicht mal so tot, wie ich jetzt erwartet hatte. Oh, kommt ihr denn her? Stirb! Wir können sie sowas von aufhalten. Einfach ein Messer im Kopf. Alles gut. Ja, guck dir den hier an, der ist viel schlimmer dran als ich. Ey! Ich hab ein Messer, sei vorsichtig mit dem, was du sagst. No dark ones here. Just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear. That's their weapon. That's what made the Nosolices run through the tunnels like rats. Dark ones are not simple mutants. They're Homo novus, the next step in evolution. You've heard about survival of the fittest? Guess what? We lost. What's happened okay. to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws. And I'll take more than a few of your Homo novus with me to hell. You think you're some old movie cowboy? Have a look, Hunter. 10 soldiers, trained in combat. They're
body's broken. Their mind's gone. The Dark Hallo. Ones. They destroyed the outer guard post. Was? Ich nehme an, die Schwarzen, die wir draußen gesehen haben. Das hier waren so andere. Okay, also es gibt auch noch verschiedene Arten davon. Das ist gut zu wissen. Die sind alle ziemlich tot. Ja, ziemlich. Außer der da. The devil knows what's happening out there, beyond your perimeter. I must go recon the situation. Listen carefully, Atium. If I'm not back here by morning, you must get to police station and find a man named Miller. Tell him what's happened to me, and what's stirring in the northern tunnels. Show this to Miller, so he knows I've sent you. I trust everything to you, Atium. Don't let me down. If we are to survive, this threat must be eliminated, no matter the cost. Eliminated. Understand? Ja, verstanden. Okay. Die Reise beginnt. Ah, jetzt ist es auch wieder komplett eingeblendet. Or not. It wouldn't be easy to find an excuse to leave the station and travel to Polis, but I had given my word. I learned that the caravan was heading to Riga the next day and needed guards assigned on for the ride. Okay. Паровоз не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Ich meine, der Cash spricht eigentlich ein recht solides Englisch. All right, grab your gear, go to the platform, they're waiting for us. I'll meet you there. Hey, Artyom, don't forget anything, huh? Okay. Вот стоц перевертаться, бабушка здорова. Вот стоц перевертаться, кушает компот. Oh, Munition. Sie haben gerade ein paar Ich höre jetzt erst die Kirchenglocke im Hintergrund. Hört man die auf Bahn? Moment. Nee, gut. Sie haben gerade ein paar Magazine mit Militärmumm. Also Militärmunition. Ich höre jetzt auf, dieses Mund zu sein. Das geht mir um den Sack. Mit Militärmumm Munition erhalten. Die Qualität und Schusskraft dieser Patronen von vor der Apokalypse machen sie sehr wertvoll. Militärmunition kann bei Händlern als Währung zum Verkauf von Waffen und Gegenständen genutzt werden. Sie kann auch gegen andere Munitionstypen getauscht werden. Seltene und wertvolle Militärmunition kann an ihrem einwandfreien und glänzenden Metallgehäuse erkannt werden. Alles klar. Sieht da jetzt irgendwie nach einem Notizbuch aus oder so? Wenn Sie sich verlaufen haben oder Ihr Ziel wissen möchten, können Sie M drücken, um Ihren Journal zu öffnen. Okay. Hab ich immer noch meine Waffen? Waffen? Hallo? Waffen? No? Really? Okay, kriege ich dann wahrscheinlich gleich noch. Was ist das für eine geile Musik? Mm. Sorry, Artyom. This part of the station is under temporary lockdown. Okay. The guards ja, okay, ich dachte also, Moment. Ich voll die geile Musik. Oh. Das ist irgendwie traurig. A house? A big one? And when your mom comes back, we'll show it to her and she'll be happy. That's going to be a great surprise for her son. Okay, I'll roll that. Ich rate, die Mutter ist tot. Soon. I wish you could see how much you've grown. Ja, die Mutter ist wahrscheinlich tot. Das ist echt eigentlich ziemlich traurig. Ist da rein? Nee? I dreamt I was on the surface again. So. Hallo. Guy comes over and says, ich folge einfach mal den Pfeilen. Ich denke, die führen mich auch ans Ziel. Okay.
That's sweet. So go look who's talking about dirt. Walking around and leaving those dirty footprints everywhere. Not giving a damn about me who's got to clean it up. Ja, Entschuldigung. Ja, ich bin ja schon weg. Meine Güte. So viele Typen, die rumschreien. Hallo, wer bist du eigentlich? Horst, ich komme da nicht hin. Okay, ich komme da nicht rein. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Okay. Waffen. In der ganzen Metro finden sich Händler, bei denen Waffen und andere Gegenstände gekauft werden können. Magazine mit Militärmunition vom Kaliber 5,45, die vor dem GAU produziert wurden, werden als Währung benutzt. Militärmunition ist leicht zu finden, denn im Vergleich zu den einfachen, weniger wirkungsvollen, schmutzigen Patronen, die von den Bewohnern der Metro hergestellt wurden, sehen sie sauber aus und glänzen. Es gibt Wechselstuben, an denen sie Militärmunition gegen schmutzige Munition tauschen können. Also wir müssen jetzt quasi einen Ausgleich finden zwischen der Munition, die wir verbrauchen, und der Munition, die wir... nochmal. Der Munition, die wir als Währung benutzen, und der Munition, die wir brauchen, um zu schießen. Hallo. Revolver mit verlängertem Lauf. Also wir haben jetzt im Moment 10 Militärmunition. Okay. Wir haben Bastard mit Schalldämpfer. Okay, Medipack. Was für einen Tausch können die folgenden Kosten haben? Nee, danke. Boah, ich mach die Musik jetzt für mich leiser, das geht mir um Keks hier. Die Musik ist in Ordnung, aber die Stimmen, ne? Boah. Okay. Besser. So, das ist eine Wechselstube. Okay. Ich will aber erstmal. Zur Waffenkammer. Wo ist denn die Waffenkammer? Show me where to get to the working chamber or something. Was für die Putzfrau, ne? Ja. Wo ist denn hier die Waffenkammer? Drücken wir mal M. Was? Drücken Sie LMT, um Ihr Feuerzeug zu benutzen, und RMT, um Ihr Journal zu öffnen. Achso, damit kann ich messen, ob Gas da ist oder was. Besorgen Sie sich in der Waffenkammer Ihre Ausrüstung. Zeigt der Pfeil dahin, wo ich hin muss? Hallo, Artyom. Ja. You need some weapons? Okay, let's take a look. Submachine gun, 5.45 caliber, made in the armory. It's got poor accuracy and overheats like hell. That's why they call it a bastard gun. Use short bursts, Artyom. Help yourself to some ammo too. Automatikwaffen, die sich im dritten Waffenspeicherplatz befinden, können Militärmunition verwenden. Drücken und halten Sie R, um zwischen den Munitionstypen zu wechseln. Munition hat mehr Kraft als die Munition, die von Hand in den Metrostationen produziert wurde. Aber gehen Sie umsichtig damit um, denn das Verschießen von Militärmunition ist wie das Verschießen von Geld. Here's a universal charger to keep the battery powered. And a gas mask. Put it on if you cross any radiation hot zones. Or, God help you, go up to the surface. Army issue first aid kits, just in case. Okay. Okay, you're supplied, my friend. Feel free to try out your weapon on my firing range. And you try not to stick out your head too much, okay? Okay. Das ist eine ganz normale... Habe ich jetzt gerade einen Schussverbrauch dafür? Ja, tue ich. Okay. Dann will ich nicht allzu viel schießen. Dann muss ich erstmal nachladen. Okay, damit kann man aber auch Einzelschüsse abgeben. Alles klar.
Okay. Ja, das macht Sinn. Schlitz die Mauer durch. Ah, okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Messer wird meine Hauptwaffe bleiben. Einfach weil ich nicht so viel Munition verballern möchte. Okay. Dann machen wir uns mal auf. Hallo. Ich bin ausgerüstet. Wer wollte das wissen? Irgendwer hier wollte doch wissen, dass ich ausgerüstet bin. Hallo? Hallo. Hi, how are you, Artyom? Mich durch. Hallo, Alex. Come in, son. You're ready to set off. Good. You've probably heard that our station is creating an alliance with Riga. We're sending them a couple of rail cars with humanitarian goods, some weapons and some miscellaneous gear. It's the cargo you'll be looking after. It's not a very long trip, and it should not be too hard. Okay. Gleich mal eine kurze Pause machen, weil mein Fenster gerade durch den Windschutz aufgegangen ist und jetzt. Uah, ist die arschkalt! Alter Vater, aber ich halt das aus. Ich kann das. Aber ich werde, glaube ich, dieses Ding hier sehr häufig nutzen. Einfach weil es furchtbar praktisch ist. Okay, that's it! Joining the caravan! Ja, joining the caravan. Okay, da muss ich hin. Bin da, hi. So you're ready to move out? Yeah. Are you ready? Well, let's go then. Go, go! You take that seat, Artyom. And you, Eugene, take this one. Did anybody forget anything? Sua, you get your gear? Let's go then. Hey guys, going to Riga? Yeah, we are. Can I get a lift? Sure, but no free rides. You'll have to pull the lever sometimes. I can do that. Let's go then. Alrighty then. Good luck to everyone staying home, and to us too. Oi. Let's go. Good luck to us. So, are you ready to finally be somewhere else? Oh! Artyomka! Free at last, huh? Well, for as long as the ride takes anyway. Should be fun. Or dangerous. Even better, right? Nee. Saftsack. Ich finde das doof, dass das da nicht komplett angezeigt wird. Ich glaube, ich muss da mal meine Bildschirmeinstellungen umstellen. It troubled me that I hadn't told my stepfather the truth. I would not be heading straight back from Riga. But Hunter was depending on me. Was das für eine Stimme ist? Ich würde von Riga nicht direkt kommen, aber Hunter war auf mich angewiesen. Ich bin der traurige kleine Drecksack. Okay. What the fuck? So, where are you from? Riga. I'm making the rounds, buying merchandise. Well, I bet you've seen a few places then. Hi. Yeah, the market is right next to Riga, and that's a big metro already. I used to make regular trips to Polis, but getting there now requires a lot of luck. That or being from Hansa. Wow. How come? Hansa connects to the whole metro and has a lot of stations, but doesn't welcome outsiders. And if it's not Hansa, then you have to go through the Reds, the Nazis, or your regular bandits. And these guys are really going at it lately. If they're not fighting everyone else, they're warring with each other. Das Ladegerät zu benutzen. Laden wir mal auf. Okay. Peter, what's up? A military caravan got stuck near Alexeyevskaya. A tunnel collapse or other shit. You have to use a service tunnel bypassing Alexeyevskaya. Ah, fuck. I hate this tunnel. All right, Peter. Open up the gate. No point being stuck here forever. Why? Well, what's wrong with that tunnel? Well, it's an ordinary tunnel. Not as well lit, maybe. I went through that last month and, well, I just don't like it. That's all. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts. Ich lasse den Moment weiter sprechen. Have a safe trip. We're riding a ham car. Vollkommen professionell. I think we'll make it there, okay.
Oh, ich habe ein Messer. Du hast eine Shotgun. Junge! Nicht an den Gasen. Okay, Eugene, you go help the men. Push it move faster here. You watch the back, Artyom. Sure, I'll help. That way we'll get to Riga in no time, right? No, we should get out of here sooner. It's scary when they're around. And I pity them. Schatten? Who them? Can you hear them weep? Whom do you mean? Them. Schatten? Schatten ohne Körper. What the hell is going on about? Boris? 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 Hey, what's happening to me? My head. What is it? Ja, hättet ihr mal eure Gasmaske aufgesetzt, wäre es euch besser ergangen. Oder auch nicht? Hilfe? Artyom! Over here! If we are to survive, this threat must be eliminated. No matter the cost. Eliminated. Okay. Jawohl. Okay. Alter, was hat der Kerl für Drogen eingeschmissen? Boris, wake up, Boris! Shit, it's no good. Ah! Oh God! Ah! Shoot them! You shoot them! Take the ladders! Come on! Wake up, or we're all dead! Save me! Lebst du noch? Okay, ich glaube, ich habe ihn getötet. Nimm die Shotgun. Sehr gut. Nachladen. Oh. Geh weg. Oh. Sie haben Boris. Ah, beziehungsweise sie haben den random Kerl, den keiner braucht. Schnauze. Was? Oh. Schnauze. Ich bin so tot. Das war voll schlecht. Wow. Ich wusste nicht, dass sie nach einem Schuss nachgeladen werden muss. Ich dachte, das wäre so eine doppelläufige, wo man zwei Schüsse abgeben kann. Aber scheinbar nicht so. Ihr Blutwechsling. Artyom, take my shotgun! Hier! Was? Achso! Achso! Ich verstehe! Okay! Wo?
Geh weg. Okay. Weiche. Ich irgendwie... Moment. Stop. Wie kann ich ein Medipack benutzen? Steuerung. Tastatur. Bewegung, Waffen, Gepäck. Ich glaube, das steht wahrscheinlich unter Waffen, ne? Nee. Gepäck. Das muss man nicht Medipack. Auf Q. Alles klar. Gut, dass man mir sowas sagt. Was? Für was? Ich muss die Viecher doch abknallen. Wow. Hör auf rumzuspringen, Mann. Wow. Yeah. Aua. Okay. Warum habe ich eigentlich immer noch die Gasmaske auf? Niemals weg da. Hi, danke. Brennt. Ja. Hab da mal einen Flammenwerfer. Okay. Ich glaube, wir haben es irgendwie geschafft. That was hard. Wow. Okay. Haben wir es? Ich glaube, wir haben es. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Riga Station was only the first stop on my journey. But the caravan went no further. So, before parting ways, we drank to celebrate our survival. The vodka didn't drown my fear of traveling on Topolis alone, but I was about to find myself with an unexpected and notorious partner. Okay. All right, boys. Let's drink to our friend Artyom, who goes right through monsters and anomalies alike. To Artyom. To you. Hey, boy. Hey, boy. Hell, if not for you, Artyom, we'd have been shredded like cabbage. You deserve a medal. Or at least some extra ammo. Here, take them. To you. Artyom, to you. Ich bin gleich so besoffen, dass ich nichts mehr machen kann. Artyom, you really immune to that shit? See if that shroom vodka knocks him down, huh? Okay, we've got to check that. To our luck. And he will. To Artyom. Again. To you, Artyom. Piss vodka? The vodka kicks everyone's ass, huh? So tell me. The tunnel to market's closed down and I'm bored to death sitting here on my ass. We passed through some kind of invisible wave. So. We all blacked out. Thank you, my friend. You sure saved us out there. But our friend Artyom? No problem. Okay. Kann ich Klavier spielen? So he was shooting the Mensch. Man, I don't even know how we made it to the... Well, such a nice guy too. Artyom. Hallo. Okay. Ich denke, jetzt hat er hier gespeichert. Ich würde dementsprechend sagen, wir machen hier erstmal einen kurzen Cut. Mehr Geld. Ich mache erstmal einen kurzen Cut. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier.
Also ich muss sagen, ich finde das Spiel persönlich ziemlich cool. Irgendwie. Bisher. Bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und definitiv ein Shooter, den es sich mal zu spielen lohnt. Mal gucken, wie es weitergehen wird. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.